Hallöchen zusammen, heute geht es darum, wie ihr eure analoge Fotografie auf das nächste Level bringen könnt. Und zwar indem ihr die Bilder vergrößert im Labor und eure eigenen Prints machen könnt. Wir sind hier gerade im Fotostudio und natürlich die Standardmöglichkeit und die einfachste Möglichkeit, Bilder zu vergrößern oder Bilder zu drucken, ist, indem man einfach einen Scanner verwendet und eine digitale Kopie vom Bild macht und die dann zu einem Drucker schickt oder auch zu einem Photoshop und dort einen Druck anfertigen lässt. Aber es gab ja auch eine lange Zeit, bevor man schon digital Bilder verarbeitet hat und digital drucken konnte. Und damals hat man das alles mit Handarbeit gemacht. Und zwar in einem Fotolabor und in einer Dunkelkammer, so wie wir sie hier haben. Das ist einfach nur ein Raum, der, wenn ich das jetzt richtig mache, rot ist. Und das hat auch einen guten Grund. Hier kann man nämlich Schwarz-Weiß-Fotos nehmen, also auch Farbfotos, aber das ist ein bisschen komplizierter. Primär erstmal Schwarz-Weiß-Fotos und die drucken auf Papier. Das macht man mit solchen Geräten hier. Das sind Vergrößerungsgeräte. Und hier habe ich schon vorbereitet, steckt jetzt ein Negativ in diesen Halter hier drin. Das tue ich in den Vergrößerer rein. Der Vergrößerer hat ein Objektiv. Das funktioniert genauso wie bei normalen Objektiven. Man hat hier den Fokus und man kann das nach oben und unten bewegen, quasi die Perspektive, nicht die Perspektive ändern, aber die Größe des Bildes ändern. So. Ich habe da schon mal vorbereitet, dieses Bild hier, denn mein Ziel ist es heute, dieses Bild einmal mit euch zusammen zu drucken. Nehmen wir uns erstmal hier, habe ich ein Stück Papier hingelegt. Das hat die gleiche Dicke wie die Papiere, die ich gleich verwenden werde, um im Dunkeln einen richtigen Druck hiervon zu machen, eine Vergrößerung. So, das lege ich unter die Glasplatte, damit das Bild schön platt ist, so wie ich das später haben werde. Und weil das die gleiche Größe hat, kann ich jetzt den Fokus machen. Hier am Objektiv mache ich die Blende so groß wie es geht, das heißt der Fokus ist auch sehr dünn und das ist natürlich auch nicht so scharf und mache mehr oder weniger das Bild scharf, dann gleich, wenn ich die Fotos richtig drucke, mache ich die Blende klein. Das sorgt dafür, dass das Objektiv schärfer ist und dass wir einen größeren Schärfenbereich haben. Das heißt, es ist jetzt definitiv scharf, wenn es gerade ungefähr scharf war oder so scharf, wie ich es eben hinkriegen konnte. Mit Offenblende ist es jetzt mit geschlossener Blende definitiv scharf. So, wenn wir gleich das Bild über den Vergrößerer auf das Papier gebracht haben, machen wir im Prinzip das Gleiche, wie wenn wir normalerweise ein Bild entwickeln. Wir tun das zuerst in ein Bad von Entwicklern. Dann kann man natürlich nicht so agitieren, wie man das sonst macht beim Entwickeln. Stattdessen wippt man das gleich so hin und her, damit die Chemikalie schön gleichmäßig verteilt ist. Dann als nächstes waschen wir das Bild, um den Entwickler abzukriegen und um die photochemische Reaktion zu beenden. Dann tun wir das in den Fixer. Der Fixer macht das gleiche wie bei normalen Negativen. Der Fixer wird einfach nur dafür sorgen, dass das Bild nicht mehr photosensitiv ist und dass wir das in die Helligkeit tun können. Dann waschen wir das ein bisschen und dann kommen solche Bilder hier raus. Die Bilder sind jetzt was Besonderes. Und zwar können wir sehen, dass sie diese Streifen sind. Warum sind da diese Streifen? Nun, der Grund ist dafür, man hat verschiedene Papiere, man hat verschiedene Größen, man hat den Vergrößerer verschieden nah am Blatt Papier dran. Und statt jetzt zu berechnen, was die richtige Belichtung für ein Foto wäre, macht man einfach Testprints. Und ich habe schon zwei gemacht hier. Einmal den hier, der ist mir zu dunkel. Dann habe ich mit ein bisschen mehr Kontrast, das zeige ich euch auch gleich, wie man das macht, den hier gemacht. Und der gefällt mir besser. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht das finale Foto, sondern das sind einfach nur verschiedene Belichtungen. Und dann habe ich hier eine Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden und 6 Sekunden Belichtung. 7 Sekunden Belichtung gefällt mir ziemlich gut. Und dafür müssen wir alles dunkel machen hier. Und wir verwenden das Fotopapier. Das hier ist jetzt Foma Speed 312. Das ist ein relativ günstiges Papier. Und es gibt verschiedene Arten von Papier. Da gibt es eine sehr große Welt der verschiedenen Papiere. Da kann ich auch nochmal in einem zukünftigen Video drüber sprechen. Aber jetzt könnt ihr einfach wissen, das hier ist ein relativ günstiges und relativ
einfach zu verwendendes Papier. Es gibt auch andere, lasst euch einfach beraten im Fotogeschäft, falls ihr irgendwo in der Nähe eins habt. Die werden euch weiterhelfen können. So, das kann ich jetzt natürlich nicht rausholen, denn es ist ja hell. Aber normale Schwarz-Weiß-Fotos sind panchromatisch oder zumindest ungefähr panchromatisch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das visuelle Spektrum des Lichts, das wir mit unseren Augen sehen können, jede einzelne Wellenlänge davon wird von dem Foto aufgenommen, wenn wir einen Film verwenden in der Kamera. Einen Schwarz-Weiß-Film. Deshalb können wir schwarze, rote, blaue, grüne Sachen vernünftig sehen auf dem Schwarz-Weiß-Bild. So. Jetzt, hier in dem Raum, brauchen wir aber nicht mehr alle Wellenlängen des Lichtes, denn die rote Wellenlänge vom Licht ist ja im Prinzip, es ist ja im Prinzip egal, weil das Bild ist ja bereits schwarz-weiß. Deshalb können wir sagen, dass in diesen Geräten oder in diesen Räumen machen wir Rotlicht einfach das Licht, womit wir uns dann orientieren können. Und dieses Fotopapier ist nicht empfindlich für rotes Licht, weil, wie gesagt, wir brauchen ja kein rotes Licht mehr. Das Bild ist ja schon schwarz-weiß. So, das heißt also, wenn ich das hier gleich raushole, ist es eigentlich fotosensitiv, das Papier. Aber weil ich nur rotes Licht habe, für das das Papier nicht empfindlich ist, kann ich trotzdem die rote Lampe anhaben und sehen, was ich tue. Denn sonst könnte ich ja nicht das Bild so einfach drucken. So, wir haben jetzt hier unseren Vergrößerer. Ich habe das Bild bereits da drunter gelegt. Wenn ich das einmal anschalte, ups, ich habe es jetzt ausgeschaltet, sehe ich schon, okay, hier ist das Bild. Das sieht gut aus, es ist scharf eingestellt. Jetzt drehe ich die Linse runter und wir machen das Licht aus und begeben uns in das rote Licht. Und diese Räume haben natürlich zwei Türen. Am besten ist auch noch hier das Licht auch auszumachen, damit es so dunkel wie es geht ist. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, wenn so ein Raum nicht perfekt dunkel ist, weil man hat natürlich auch hier Lichter von den Geräten und so weiter, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt machen wir das Licht aus. Und gehen auf Rotlicht. Ich verstehe diesen Schalter immer noch nicht. Ich klicke einfach immer rum, bis rotes Licht ist. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Also, bevor wir jetzt hier gleich uns ins Dunkel begeben, erkläre ich euch noch einmal den Vergrößerer. Also, wir haben hier ein Objektiv, wir haben hier den Negativhalter und hier ist eine Lampe drin und der projiziert das Licht dann hier drauf. So, dieses Ding hier ist die Steuerung davon. Und hier kann ich einstellen, ob ich dies eine Sekunde belichten möchte, wenn ich hier drauf drücke. Oder 5 Sekunden, 10 Sekunden. Und in meinem Fall jetzt möchte ich es 6,5 Sekunden haben. So zwischen 6 und 7 Sekunden habe ich ein Gefühl, dass das die richtige Belichtungszeit ist. Und wenn ich da drauf drücke, ist hier das Bild wird belichtet für die Zeit, die ich eingestellt habe. Und dann geht's aus. So, jetzt machen wir das im Dunkeln. Und im Dunkeln kann ich jetzt auch gleich das Fotopapier rausholen. So, jetzt mal einmal wieder diese Lampe hier. Und dann machen wir den Work. Ja, wunderbar. So, und jetzt haben wir hier unser Papier. Wir haben alles eingestellt. Wir haben das Ding hier eingestellt auf 6,5 Sekunden. Das Negativ liegt drunter. Und jetzt schieben wir hier noch einmal diese Klappe vor. Die sorgt nämlich dafür, dass wenn wir das anschalten, hier ein roter Filter vor ist, damit wenn wir unser Bild jetzt darunter platzieren, wir sehen können, wo das Bild liegt. Denn wir wollen natürlich, dass das Bild auch an der richtigen Stelle positioniert ist. So, dieses Papier hier ist relativ angenehm. Ich lege jetzt mal das Blatt hier hin. Das hier ist jetzt ein fotosensitives Stück Papier, auf das wir in wenigen Minuten unser erstes Foto gedruckt haben werden. So. Ich packe das hier immer einmal weg, denn das ist natürlich wichtig. Wenn ich das jetzt nicht direkt wieder wegpacke, dann vergesse ich das vielleicht, das ist mir schon mal passiert. Und das wäre ja ziemlich kacke, weil dann kann unsere Fotos kaputt gehen. Also unser Fotopapier kann deutlich kaputt gehen. So, ich lege das auch noch einmal hier drunter, sicher ist sicher. Und als nächstes schalten wir einmal hier die Lampe ein. Ich mache jetzt, das sieht man vielleicht schwer, hier sieht man die Projektion. Und ich tausche jetzt das Bild. Das hier, das Blatt, was bereits belichtet ist, mit dem fotosensitiven Papier. Und ich gucke noch einmal kurz, es gibt eine Seite, die spiegelt. Ich halte das so gegen das Licht und die andere Seite spiegelt nicht.
Die spiegelnde Seite ist die, die ich nach oben haben will. Aber da müsst ihr für euch gucken. Jedes Papier kann da ein bisschen anders sein. Deshalb schaut einfach, wie ihr bei eurem Papier erkennt, welches die richtige Seite ist. Und wenn nicht, dann macht man das halt nochmal. Denn das ist Standard in so einem Fotostudio, dass man oft Dinge sehr, sehr, sehr oft wiederholen muss. Ich gucke jetzt nochmal kurz. Ja, okay, richtig. Jetzt mache ich den roten Filter hier weg. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, kommen 7 Sekunden lang normales Licht, also alle Frequenzen, auch die, für die das Fotopapier sensitiv ist. Und unser Foto wird belichtet. Das machen wir in 3, 2, 1. So, perfekt. Jetzt nehmen wir das einmal hier raus. Legen das erstmal kurz beiseite. Ich ziehe mir Handschuhe an. Denn jetzt geht es an die Chemikalien. Und ist zwar nicht so schlimme Chemikalien, aber wenn man sich schützen kann, kann man sich auch ruhig schützen. So, das ist der linke. Und das hier ist der rechte. Und wir werfen unser Foto. Achso, und wichtig ist auch noch, dass die Handschuhe sauber sind. Deshalb werfe ich das jetzt erstmal hiermit da rein, weil wenn ich jetzt an den Handschuhen Chemikalien hätte und das Bild berühre, kann ich eventuell was kaputt machen. Ich habe hier eine Stoppuhr. Die habe ich schon auf die richtigen Sachen, Uhrzeiten eingestellt. Ich möchte nämlich jetzt gleich 50 Sekunden das hier drin haben. Jetzt werfe ich das in den Entwickler. Drücke hier drauf. Und jetzt wippe ich hier vorsichtig auf und ab. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Vielleicht, wenn wir aus dem Schatten rausgehen. Jetzt färbt sich hier unser Bild schwarz. Wir sehen, hier taucht zum ersten Mal unser neues Bild auf. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Aber gleich, wenn die Lampe ausgeht, muss ich das Bild schnell nehmen und in das nächste Bad legen. Jetzt geht's mal trocken. So, und ich wippe hier vorsichtig vor und zurück für den Zeitraum, den ich da eingestellt habe, damit die Chemikalien immer schön frisch sind und immer frische Chemikalien an das Bild kommen. Na? Wir können gleich hören, wenn es kurz davor ist, auszugehen. Das gibt die Zeit. Jetzt, jetzt nehme ich das Bild. Abtropfen. Normalerweise hat man dafür eine extra Zange, aber ich habe das jetzt vergessen. Leg es ins nächste Bad. Also, das Bild wird jetzt hier in den nächsten Bad gewaschen. Einfach nur damit quasi die Chemikalien nicht in das nächste, in das dritte Bad verunreinigt werden. Das hier ist normales Wasser. Und jetzt lege ich es in den Fixer. Da soll das auch ungefähr für 1 Minute drin sein. Ein bisschen länger vielleicht, weil der Fixer ist schon ein bisschen älter. Der Entwickler ist frisch. Den kann man wiederverwenden, aber jetzt für das Video habe ich mir mal frischen bereitgelegt. Den Fixer kann man lange immer wiederverwerten. Und jetzt warten wir, bis das Bild gefixt wird. Das bedeutet, dass die Chemikalien in dem Papier nicht mehr fotosensitiv sind und dass wir das Bild am Tageslicht haben können, ohne dass es irgendwann verblasst. Und deshalb kann man das auch quasi ein bisschen länger machen, theoretisch, wenn man sich sicher gehen will, denn quasi man kann nicht zu stark fixen, weil irgendwann ist es einfach nicht mehr fotosensitiv und danach passiert nicht mehr so viel. Ja. So, jetzt ist die Zeit rum, wir warten noch mal kurz. Und übrigens, all diese Sachen, natürlich bin ich nicht für eine Dunkelkammer ausgebildet. Es gibt Leute, die machen das Studium, es gibt sogar Leute, die machen da Doktortitel und alles Mögliche drin. Das ist halt eine sehr komplexe Kunstform, Bilder auf Papier bringen. Aber mir geht es einfach darum, euch die Basics zu zeigen, die Sachen, die ich schon kenne und alles runterzubrechen, dass ihr versteht, was ihr euch beibringen müsst, was für Equipment man vielleicht braucht, wo man in der Dunkelkammer ist. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, in der Dunkelkammer zu sein, dass ihr dann schon Bilder drucken könnt und eure ersten Fotos auf Papier bringt, richtig analog. So, jetzt tue ich das hier ins Wasser und wir waschen das kurz. Und jetzt können wir auch schon das Licht wieder einschalten. So, und wir können sehen, dass das Foto, okay, wir haben ein paar Probleme. Wie ihr gerade gesehen habt, war ich mit dem ersten Foto noch nicht ganz so zufrieden. Das ist das hier, man sieht hier, das ist noch nicht perfekt schwarz, aber seitdem habe ich noch einige Experimente gemacht und bin jetzt mit
diesen finalen Prinz hier. Ziemlich zufrieden. Sieht leider noch nass. Die werden erstmal eine Nacht lang trocknen. Und ich habe auch gleich mehrere davon gemacht. Und das war's. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Mal.